Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, ich finde, dass das Pult ein bisschen demütigend heruntergeschraubt worden ist. Es ist nun übertrieben. Bloß weil ich ein Jahr älter bin, bin ich ja nicht auch ein Jahr kleiner, ja, wenn ich darauf mal hinwachsen darf. Außerdem seht ihr den Zustand unserer Partei, dass mir an meinem Geburtstag nichts Besseres einfällt, als zu euch zu sprechen. Und sagt auch was über mich aus. Aber ich bin überhaupt noch nicht Rentner. Es ist so ewig hin, ich bin erst 64 geworden. Also, davon mal abgesehen, haben wir es logischerweise mit einer spannenden Situation zu tun, weltweit, in Europa und in unserem Land. Als ich jünger war, lebte ich in einer Zeit, wo alles geprägt war durch Stillstand. Es war so festgefahren, es passierte weder im Osten viel, oder noch weniger, noch im Westen viel. Man war sich irgendwie einig, dass man alles so erhalten müsse, wie es ist. Und seit der berühmten Wende erleben wir Veränderungen in einem gravierenden Grad und in einem Tempo, wie ich mir das früher in meinem Leben gar nicht vorstellen konnte. Ich behaupte, die Situation ist wirklich sehr ernst. Aber nun kommt eine Kleinigkeit hinzu. Falls die Wahlen turnusgemäß stattfinden sollten, also im Jahre 2013, was ja noch keiner weiß, dann beginnt jetzt die Selbstdarstellung der Parteien. Und zunehmend werden wir das erleben und alle werden das darauf abstellen. Nun gab es breite Debatten, dass es nach der nächsten Wahl mit Sicherheit eine Regierung aus SPD und Grünen geben wird. Sie haben die Mehrheit, die ist schon mal weg. Das war auch vorhersehbar. Es ist inzwischen eine inhaltslose Propaganda. Dann wird gelegentlich sogar über Rot-Rot oder über Rot-Rot-Grün gesprochen. Klaus Ernst hat dazu vieles und alles Richtige gesagt. Aber das Entscheidende ist was ganz anderes. Warum verliert die SPD? Das machtpolitische Verhalten der SPD im Bund und in den Ländern spricht nämlich eine ganz andere Sprache. Und alle, die mich immer wieder fragen, können wir uns nicht auf sie zubewegen, kann man da nicht mehr machen, müssten wir das nicht anstreben, den möchte ich einfach ein paar ganz kleine Beispiele nennen. Also, die SPD hatte die Möglichkeit, als Juniorpartner der Linken oder der Union in Thüringen zu regieren. Sie hat sich selbstverständlich für die Union entschieden. Die SPD hatte die Möglichkeit, als Juniorpartnerin entweder der Linken oder der CDU in Sachsen-Anhalt zu regieren. Sie hat sich selbstverständlich für die Union entschieden. Die SPD hatte als Seniorpartnerin die Möglichkeit, entweder mit der CDU oder den Linken in Mecklenburg-Vorpommern zu regieren. Sie hat sich selbstverständlich für die Union entschieden. Die SPD hatte in Berlin die Möglichkeit, als Juniorpartner mit den Grünen oder mit der Union zu koalieren. Und sie hat sich selbstverständlich für die Union entschieden. Die einzige Ausnahme in Bezug auf uns war Brandenburg, was die Sache auch wichtig macht, aber sie liegt schon etwas länger zurück. Und im Saarland? Im Saarland werden wir erleben, wie die SPD wieder willfährig als Juniorpartner der CDU in die Regierung eintritt. Obwohl im Saarland Neuwahlen dringend erforderlich wären, nachdem die FDP zusammengebrochen ist und die korrupte Grüne auch nicht mehr funktioniert. Und dann erleben wir die Auseinandersetzung zum Bundespräsidenten. Und was macht Herr Gabriel als erstes? Er bietet Frau Merkel sofort den gemeinsamen Kandidaten an. Ich sage das aus einem bestimmten Grunde. Es gibt immer wieder Journalistinnen und Journalisten, die sagen, es wird einen Lagerwahlkampf geben, links und rechts. Ja, wo denn, bitteschön? Die SPD will doch gar nicht zu einem linken Lager gehören. Sie macht permanent Eheschließungen mit der Union. Sie will sie heiraten, jeden Tag neu heiraten. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Wenn die SPD in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und im Saarland einen anderen Weg gegangen wäre bzw. ginge, dann gäbe es eine Mehrheit von solchen Regierungen im Bundesrat.
Wir könnten den Bundestag stoppen in wichtigen Fragen. Wir könnten die Regierung unter Druck setzen. Wenn die SPD nur ansatzweise so denken würde, dass sie sagt, wir müssen den Bundesrat auch zu einem friedenspolitischen und sozialen Korrektiv in dieser Gesellschaft machen, dann wäre sie doch diesen Weg gegangen. Sie will es nicht. Das ist das Problem. Die SPD muss endlich wieder sozialdemokratisch werden. Davon ist sie meilenweit entfernt. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Und in diesem Zusammenhang möchte ich hier auch mal ganz klar eine Sache aussprechen. Der Verfassungsschutz hat in Bezug auf den Rechtsterrorismus ja zumindest vollständig versagt, wenn er nicht sogar teilweise mitgemacht hat, was eine noch größere Katastrophe wäre. Aber der hatte immer Zeit, die Linke zu überwachen. Und zwar ganz egal, ob die Regierung von Kohl gestellt wurde, von Schröder gestellt wurde oder von Merkel gestellt wurde, ob SPD und Grüne regierten oder die Union. Immer haben sie uns überwacht. Die sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen und damit uns schützen und nicht uns überwachen. Das ist die Aufgabe. Alle gehen jetzt schon davon aus, dass es nach der nächsten Wahl höchstwahrscheinlich zu einer großen Koalition kommt. Was Langweiligeres kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber abgesehen davon ruft uns das auf, wirklich für unsere Ziele zu streiten. Es macht gar keinen Sinn, gegen eine andere Person anzutreten. Wir müssen für linke Ziele streiten, sowohl während des Wahlkampfes als auch außerhalb jeden Wahlkampfes. Und dazu gehört eins, und da Klaus Ernst hat dazu gesprochen, ich sage nur einen Satz. Wir schaffen das überhaupt nur dann, wenn wir endlich mit unserer Selbstbeschäftigung aufhören und wieder Realpolitik machen an der Seite der Bürgerinnen und Bürger, so gut es geht, innerhalb des Parlaments und außerhalb jeden Parlaments. Die schwarz-gelbe Koalition im Bund ist instabil. Die Koalition ist jeden Tag neu belastet. Das liegt zum einen an der ungeheuren Schwäche der FDP. Sie muss liefern, aber weiß gar nicht, was sie anbieten soll. Sie denkt und handelt irrational. Das kommt daher, dass eine Partei, die am Ertrinken ist, immer anfängt, irrational zu reagieren, zu denken und zu handeln. Wenn wir uns mal längerfristig damit beschäftigen, möchte ich doch 4 Bemerkungen dazu machen. Die FDP hatte in früheren Jahrzehnten, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren ihren Wert. Und zwar hatte sie einen Wert, weil sie im Unterschied im Drei-Parteien-System zu Union und SPD eine kleinere Partei war und deshalb Themen beginnen konnte, was die anderen entweder nicht wollten oder sich nicht trauten. Zum Beispiel war sie die erste Partei, die sich für eine andere Behandlung von Schwulen einsetzte damals. Das hätte sich die Union hat es nicht gewollt und die SPD hatte sich nicht getraut. Das war eine Funktion. Eine kleinere liberale Partei, die Themen anschneidet, an die sich die anderen nicht herantrauen. Aber spätestens unter Lambsdorff hat die FDP den politischen Liberalismus aufgegeben. Sie wird damit überhaupt gar nicht mehr in Verbindung gebracht, sondern sie hat nur noch den Wirtschaftsliberalismus geprägt. Der Wirtschaftsliberalismus stellte aber das neoliberale Denken dar. Und das neoliberale Denken und Handeln hat unser Land und Europa in die Katastrophe geführt. Und deshalb ist die FDP dafür verantwortlich und wird auch zu Recht dafür verantwortlich gemacht. Und dann beging sie den entscheidenden Fehler. Sie hat Politik nicht verkleidet, sie hat es direkt gemacht. Sie hat eine Steuersenkung für die Hotels durchgesetzt, eine 1 Million Spende von Mövenpick anschließend sofort erhalten. Das heißt, sie hat die Korruptheit der Politik in einem Grade vorgeführt, dass ganz viele, die noch 2009 FDP gewählt haben, gesagt haben, das machen wir nie wieder. Jetzt kann sie erzählen und sagen, was sie will. Sie hat sich selbst beerdigt und erledigt. Das ist das Problem. Und eine Partei, die in einer solchen Situation ist, die wird eben täglich irrationaler auch in dem, was sie fordert. Und damit hat es natürlich logischerweise auch Frau Merkel zu tun. Und jetzt fördert die FDP einen ideologischen Dogmatismus, mit dem man überhaupt nicht mehr umgehen kann. Auch das ist völlig irrational. Aber auch in der Union wächst die Verweigerungsbereitschaft in Bezug auf die sogenannten Rettungspakete. Und dann kommt noch die Affäre um den Bundespräsidenten dazu.
Und was das eigentlich Schlimme daran ist, ist, dass die Bundeskanzlerin entscheidet, ob er bleibt oder nicht. Der Bundespräsident hat seine Überparteilichkeit, er hat seine Souveränität verloren. Ein Bundespräsident muss den Mut haben, ein Gesetz, das offenkundig grundgesetzwidrig ist, nicht zu unterschreiben. Das ist sogar seine Pflicht. Das hat immerhin Köhler dreimal gemacht. Niemals würde sich der Wulff das jetzt trauen, weil dann der Daumen von Frau Merkel nach unten zeigte. Das ist das Problem. Deshalb brauchen wir einen Bundespräsidenten, der souverän ist, und davon sind wir weit entfernt. Ich will gar nicht in diese Auseinandersetzung zwischen Bild-Zeitung und ihm eingreifen. Ich weiß natürlich, was er für dramatische Fehler früher begangen hat, dass er eben auch ein Beispiel ist, welche Elemente in der Politik sich durchsetzen an Beziehungen. Worum geht es uns denn in erster Linie? Ich kann es sagen, in erster Linie wollen wir eine Aufklärung haben, und zwar eine breite Aufklärung über die personelle Verflechtung von Wirtschaft und Politik. Wenn das wenigstens dabei herauskäme, würden uns vielleicht demokratische Mechanismen einfallen, um das zukünftig auszuschließen. Unsere erste Forderung lautet, keine Spenden aus der Wirtschaft an die Parteien zu erlauben. Diese Art der Abhängigkeit muss endlich aufgehoben werden. Und übrigens verhalten sich SPD und Grüne so, wie sie sich verhalten, weil sie keine Neuwahlen wollen. Weil sie im Augenblick gerade nicht so günstig dastehen. Das ist ja immer alles so leicht zu berechnen. Es ist alles so einfach. Und deshalb macht es auch das wirklich wenig Spaß, wenn ich das mal sagen darf. Aber jetzt will ich auch was sagen zur SPD. Ich habe sie ja schon geschildert. Also wenn die SPD nun wirklich auf die Idee käme, einen Politikwechsel zu wollen, wenn sie ernsthaft zum Beispiel mit uns darüber reden würde, wie man denn die Gesellschaft verändern könnte, wenn sie daran wirklich ein Interesse hätte, dann will ich hier klipp und klar sagen, inhaltlich, wir sind ja zu vielem bereit. Man muss auch Kompromisse machen, das weiß ich. Aber ich sage auch, und das gilt zumindest für mich, ist, ohne einen unverzüglichen und vollständigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, ohne einen sicheren Verzicht auf neue Kriegseinsätze, ohne Rentengerechtigkeit, ohne eine Ost-West-Angleichung bei Löhnen, Gehältern und Renten, ohne einen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn, mit dem man in Würde leben kann, ohne eine Gesundheitsreform, die alles bezahlbar machte, ohne Verzicht auf Hartz IV und ohne eine Herstellung des Primats der Politik über die gesamte Finanzwelt und die Wirtschaft ist mit uns nichts machbar. Das müssen wir so deutlich erklären. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise muss die Kanzlerin Schritt für Schritt Forderungen von uns übernehmen. Das könnte uns ja zum Teil stolz machen. Aber ich verweise darauf, sie macht das ja nicht, weil sie links wird oder links denkt oder links handelt, sondern sie wandelt das natürlich entsprechend ab. Das heißt, es erscheint immer in autoritärem Gewande. Klaus Ernst hat darauf hingewiesen, die Demokratie ist nicht nur gefährdet, sie ist schon ernsthaft beschädigt. Das gilt vornehmlich in Griechenland und Italien, aber das gilt auch in Frankreich, das gilt auch in Deutschland. Die Zustände haben sich verändert. Sarkozy und Merkel zerstören die europäische Idee und sie sind angekommen in der postdemokratischen Ära Europas. Und die Zerstörung der europäischen Idee hängt damit zusammen, dass wenn die Leute jetzt an Europa denken, dann denken sie nicht an Frieden, sondern an Militäreinsätze. Wenn sie an Europa denken, dann denken sie nicht an mehr Wohlstand, sondern an Abbau des Wohlstandes. Wenn sie an Europa denken, dann denken sie an eine Bürokratie und eine Bankenwelt, die ihnen vorschreibt, wer bei ihnen zu regieren hat. Das zerstört die europäische Idee. Die Linke steht für die europäische Idee, weil wir ein Europa der Menschen, ein Europa der Völker und nicht ein Europa der Banken wollen wie die anderen. Ich freue mich auch über unseren griechischen Gast und möchte nur sagen,
Die ganze Politik in Bezug auf Griechenland, aber auch in Bezug auf Italien, in Bezug auf Spanien, in Bezug auf Portugal, in Bezug auf Irland ist fatal und falsch. Und wir haben nicht mal aus unserer eigenen Geschichte gelernt. Es war ein Fehler nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Siegermächte Deutschland mit dem Vertrag von Versailles so demütigten, dass so ein Holunke wie Hitler auch in Deutschland, auch deshalb, nicht nur deshalb, aber auch deshalb so stark werden konnte. Und es war viel klüger, nach dem Zweiten Weltkrieg, statt nicht aufhören zu können, zu siegen, wie wir das übrigens auch aus der deutschen Einheit kennen, dass man nicht aufhören konnte zu siegen, also statt nicht aufhören können zu siegen, einen Marshallplan machte und sagte, wir müssen das Land wieder aufbauen. Wer gibt uns denn das Recht, nicht mal aus unserer eigenen Geschichte zu lernen? Wir müssen Spanien, Portugal, Irland, Italien und Griechenland aufbauen und nicht abbauen, wie das gegenwärtig Sarkozy und Merkel machen. Und nur wer so herangeht, der will Europa. Und im Übrigen schützt er auch nur so unsere Bürgerinnen und Bürger. Denn wenn die Länder aufgebaut werden, dann fließt ja auch das ganze Geld zurück. Ansonsten ist es doch in den Sand gesetzt. Das kann sich doch jede und jeder ausrechnen. Zu Griechenland sage ich nur noch drei Bemerkungen. Erstens, Griechenland hat im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung die größte Rüstung Europas. Ja, ich muss doch wohl mal bitten. Also meine erste Bedingung wäre gewesen, vor dem ersten Kredit Rüstung mindestens halbieren. Aber mindestens halbieren. Dafür darf kein weiteres Geld mehr in Griechenland ausgegeben werden. Das Zweite ist, in Griechenland gibt es 2000 Familien, denen gehört 80% des Vermögens von Griechenland. Na, da kann ich nur sagen, aber eine in jeder Hinsicht angemessene Vermögenssteuer ist ja wohl ein Minimum, was man verlangen kann in Griechenland, statt der Kürzung von Renten und Löhnen. Und das Dritte ist, dass das Verbot von Investitionen doch Wahnsinn ist. Wenn nicht mehr investiert werden darf, dann muss ja die Wirtschaftskraft sinken, was sie jetzt ja auch tut. Und wenn die Wirtschaftskraft sinkt, gibt es immer weniger Steuereinnahmen. Wenn es immer weniger Steuereinnahmen gibt, bricht Griechenland zusammen und außerdem ist das ganze Geld in den Sand gesetzt. Und dann gibt es ja genügend Fachleute, auch Banker, selbst ein Mann wie Soros, Multimilliardär, die sagen, das ganze Geld fließt ja nur an Banken. Es gibt keine Griechin und keinen Grieche, der irgendetwas davon hat. Auch das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber die Menschen müssen nicht nur wissen, dass wir das besser analysieren können. Sie müssen nicht nur wissen, dass wir ganz gute Ideen haben, wie man aus der Krise tatsächlich herauskommen könnte, was nicht geht ohne die Trennung dieser Staaten von der Abhängigkeit von den privaten Finanzmärkten. Sondern sie müssen auch wissen, dass wir für ihre konkreten Ängste und Nöte Lösungen anbieten und mit ihnen darüber sprechen. Je mehr wir uns von den Bürgerinnen und Bürgern entfernen, weil wir uns mit uns selbst beschäftigen, desto desinteressierter werden sie an uns. Das müssen wir endlich begreifen, das müssen wir fühlen. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen fühlen, dass wir es begriffen haben, dass wir es erfüllt haben und dass wir uns anders verhalten. Ich sage nur ein Beispiel aus der Weihnachtszeit. Die Europäische Zentralbank, die allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Eurozone gehört, hat 500 Milliarden Euro den Banken zur Verfügung gestellt. 500 Milliarden Euro für 1% Zinsen beziehungsweise 1,25% Zinsen. Mehr müssen die dafür nicht bezahlen. Für 3 Jahre. Das ist übrigens die reine Gelddruckerei. Klar, die hatten das nicht gerade im Portemonnaie. Und Gelddruckerei entwertet natürlich die Währung. Auch klar. Aber mal abgesehen davon geben sie dieses Geld ja nicht Griechenland. Sie geben es nicht Italien, nicht Portugal, nicht Spanien, sondern sie geben es den privaten Banken und bitten diese, es doch dann den Staaten zur Verfügung zu stellen. Die können das bleiben lassen. Die können sagen, wir haben gerade was anderes damit vor. Die sind nicht dazu verpflichtet. Und wenn, dann kriegen sie natürlich höhere Zinsen. Jetzt nicht mehr ganz so drastisch, es geht so um 4%, aber immerhin, der Abstand zwischen 1% und 4% ist erheblich. Das bezahlen wir alles. Wozu? Warum kann man unseren Vorschlag nicht aufgreifen und sagen, in dieser Situation müssen direkt als Staaten ohne Ratingagenturen, ohne die privaten Banken Geld an die Staaten geben, natürlich unter solchen Bedingungen wie Rüstungsabbau, gerechte Vermögenssteuer etc. etc. Warum können wir das nicht machen? Dann würden übrigens die Zinsen, wenn wir zum Beispiel 2% Zinsen vereinbaren, wir bekommen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, nicht die Banken, wie das gegenwärtig organisiert wird. Und ich sage das hier ganz klar, die Banken sind zu mächtig.
Eine wichtige Frau im Fernsehen hat zu mir gesagt, selbst wenn Sie alleine regierten, mit Ihrer Partei, Herr Gysi, könnten Sie die Deutsche Bank gar nicht in Insolvenz gehen lassen, weil Sie das ganze Wirtschaftssystem damit zerstörten. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn das stimmt, beweist es, dass die Deutsche Bank zu mächtig ist. Das ist die Antwort. Denn ist doch ganz klar, wir sind, wenn eine Bank pleite geht, berechtigt, die Sparguthaben der Bürgerinnen und Bürger zu retten. Aber ich muss doch nicht die Bank retten. Aber wenn ich sie retten muss, ist sie eben zu groß. Deshalb sagen wir, die großen privaten Banken müssen deutlich verkleinert und öffentlich-rechtlich gestaltet werden. Ich möchte wieder das Primat der Politik über die Finanzwelt. Nicht die Banken sollen entscheiden, was bei uns geschieht, sondern die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Das ist ein gravierender Unterschied. Herr Ackermann ist mächtiger als Frau Merkel, aber Herr Ackermann hat nirgendwo kandidiert. Ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, es ist von Klaus Ernst gesagt worden, ich wiederhole es, wir brauchen Solidarität nach außen und die ist nach außen nur glaubwürdig, wenn wir sie auch nach innen üben. Hier müssen wir uns verändern. Was wollen wir? Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen frei von Ausbeutung, Unterdrückung, Ausgrenzung und Umweltzerstörung sind, in der anders, also selbstbestimmter, gelebt und gearbeitet werden kann. Wir wollen eine Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, zumindest aber deren Zurückdrängung und Einhegung. Anders ist das nicht zu bewerkstelligen. Wir wissen, dass das starke demokratische Institutionen voraussetzt. Wir wollen auf der Ebene der Entwicklungs-, Außen- und Europapolitik kooperative Lösungen statt der konfrontativen Lösungen. Mit dem Parteiprogramm von Erfurt haben wir diese Programmidentität bestätigt. Die programmatischen Identitäten müssen von uns bis in die kleinsten parlamentarischen Initiativen zurückverfolgbar sein. Jede und jeder muss erkennen, die wollen also das und das, und das ist auch vernünftig. Auf der Ebene der Grundrechte und der Rechtlichkeit sind wir natürlich immer gegen die Aufrüstung des Staates gegen seine Bürgerinnen und Bürger. Aber wir müssen auch Initiativen einbringen, die die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich real zu organisieren und Dinge voranzubringen, unterstützen. Auf der Ebene der Demokratie. Wir sind gegen Demokratieabbau. Wir kritisieren ihre Entkernung. Aber wir müssen stärker deutlich machen, worin wir zukünftige Formen der Demokratie sehen. Ich sage euch, die soziale Demokratie in Deutschland ist gefährdet und zum Teil schon zerstört. Ich finde die Idee nicht schlecht. Vielleicht sollten wir darüber streiten, in den Kommunen Komitees für soziale Demokratie zu bilden, um die Fragen zu stellen und jede Bürgermeisterin, jeden Bürgermeister diese Fragen zu stellen, herauszuarbeiten und nach Antworten zu suchen. Auch die Landespolitikerinnen und Landespolitiker, auch die Bundespolitiker. Warum? Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben zu fragen, warum reicht das Geld nicht zur Finanzierung eines Mittagessens in der Kindertagesstätte? Warum reicht das Geld nicht, um alle Kinder in der Kindertagesstätte unterzubringen? Warum reicht das Geld nicht, um genügend Erzieherinnen und Erzieher auszubilden? Aber das Geld reicht milliardenschwer für jede Bank in Europa. Wie ist das eigentlich zu ertragen? Und das ist eine Frage der sozialen Demokratie. Und wir müssen in der Kommune anfangen, diese Fragen zu stellen, damit sie letztlich auch Frau Merkel und Europa erreichen. Wir müssen auch lernen, in bestimmten Punkten konkret zu werden. Vielleicht dürfen wir auch nicht alle so kleck machen. In der Gesundheitsversorgung gibt es ja Unterschiedbetroffene. Da gibt es zum Beispiel die chronisch Kranken, die eine Praxisgebühr bezahlen müssen und oft gar nicht wissen, wie sie sich das leisten können. Dann gibt es aber die Geringverdiener und die Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher und die Leute mit Grundsicherungsrente, die sich das auch nicht vorstellen können. Wie wir sind, machen wir dann alles in einem Antrag. Und dann finden immer alle irgendeinen Grund, weshalb das eine nicht ginge oder das andere. Vielleicht müssen wir lernen, das einzeln zu machen. Dann sollen Sie doch nur darüber abstimmen, ob die chronisch Kranken eine Praxisgebühr bezahlen müssen, ja oder nein. Wir können ja zeitgleich mehrere Anträge bringen. Oder wir machen es nacheinander. Also um immer eine spezifische Gruppe deutlich zu machen, um sie auch spezifisch anzusprechen. Aber das sind nur so taktische Überlegungen, die sind nicht weiter wichtig, weil wir letztlich ganz die Praxisgebühr loswerden wollen. Aber um das deutlich zu machen, um die Leute anzusprechen, möchte ich, dass wir zum Teil viel konkreter damit umgehen.
Und außerdem kann man andere Parteien damit besser unter Druck setzen. Ich fand das sehr gut, dass wir den Rüstungsexportverbot für alle Länder des Nahen Ostens einzeln gemacht haben. Sie mussten zu jedem Land eins abstimmen. Sind sie nur für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien oder nicht? Sind sie nun für Rüstungsexporte auch nach Syrien? Ja, dann. Sie haben überwiegend geschrieben, dass sie dafür sind. Übrigens wieder in großer Einhelligkeit Union, SPD, Grüne und FDP. Und das zeigt etwas, was wirklich besteht. Deutschland hat eine spezifische Geschichte. Deutschland trägt die tragische und furchtbare Verantwortung für den größten Krieg in der Geschichte der Menschheit, für den Zweiten Weltkrieg. Wäre es nicht eine Selbstverständlichkeit gewesen, wenn wir nach 1945 gesagt hätten, wir wollen nie wieder an Krieg verdienen? Weshalb ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt nach den USA und nach Russland? Ich finde das einen Skandal. Und ich sage, wenn wir irgendwie in eine Verantwortung kommen, das muss aufhören. Ich will nicht an Krieg verdienen. Und ich glaube, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will das auch nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, wir müssen in unserer Politik konkreter werden. Wir müssen Angebote machen. Wir müssen wieder näher an die Bürgerinnen und Bürger heran. Wir müssen außerparlamentarisch und parlamentarisch Initiativen starten. Wir müssen spürbar sein. Wir können nicht immer nur über Medien meckern. Da müssen wir eben andere Wege suchen. Das ist uns doch früher auch gelungen. Also muss es doch auch uns jetzt gelingen. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir uns verankern und dann werden wir auch wieder zulegen bei Umfragen. Und wisst ihr, ich sage das hier auch ganz klar, ob wir 10 Abgeordnete mehr oder weniger haben, verändert nicht die Welt. Das weiß ich sehr wohl. Aber es verändert die anderen Parteien. Das Einzige, worauf die reagieren, ist auf Stärke. Immer wenn wir stärker werden, geben die mehr unseren Vorstellungen nach. Und immer wenn wir schwächer werden, gehen die davon aus, dass diese Vorstellungen sowieso keinen interessieren. Gerade die SPD reagiert besonders empfindlich auf unsere Art. Ich bin eine der stärksten Linken. Das sind wir in Europa zurzeit, aber ich weiß nicht, wie es bleibt. Wir müssen sehr viel tun. Wir müssen hart arbeiten und darum bitte euch, das Jahr 2012 wird nicht einfach. Aber wenn wir es endlich politisch gestalten, dann kann es auch erfolgreich werden. Und zwar nicht für uns, sondern erfolgreich für die Veränderung der Gesellschaft. Wir brauchen das, was hier steht. Wir brauchen Würde, wir brauchen Solidarität, wir brauchen Freiheit. Und ich sage euch, wir sind die Kämpferinnen und Kämpfer für Frieden, für Demokratie und für soziale Gerechtigkeit. Und dieser Kampf wird niemals aufhören. Dankeschön.